Für mein Tzatziki schälen und halbieren wir eine Salatgurke und entfernen das Kerngehäuse. Anschließend die Gurke raspeln, ich habe es mit einer Maschine gemacht, und kräftig auspressen, damit unser Tzatziki nicht verwässert. Anschließend schneiden und hacken wir eine Zwiebel und geben diese zu unserer Gurke. Zusätzlich noch 4 gehackte Knoblauchzehen, 500 Gramm Joghurt und 500 Gramm Quark. Schon einmal gut durchrühren, kräftig salzen und pfeffern, den Saft einer halben Zitrone. Jetzt noch einmal kräftig durchrühren, etwas Olivenöl darüber geben und ab in den Kühlschrank für mindestens 24 Stunden zum Ziehen. Denn am besten schmeckt er am nächsten Tag.